Ja, dann gut und willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Zweitliga-Hinrundspiel 1920. Endstand im Merkstand am Böllenfalltor 1:1. Ich darf hier oben die beiden Cheftrainer begrüßen, Tim Walter und Dimitris Kamotzis. Und auch heute gebührt das erste Wort den Gästen. Herr Walter, bitte. Vielen Dank. Ja, ich denke, dass wir gut reingekommen sind ins Spiel. Wir haben versucht, gleich das Spiel in die Hand zu nehmen, machen dann einen sehr unnötigen Fehler, weil wir einfach da nicht den Raum verteidigen, sondern mannorientiert. Das war schlecht. Ja, und so geraten wir in Rückstand. Das Stadion macht auf, macht Stimmung. Dann haben wir Glück, dass wir kurz vor der Halbzeit den Ball reinmachen. Dann auch von Borna kompromisslos. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit vermissen lassen, dass wir trotz unserer zahlreichen Chancen, wir haben den Gegner hinten eingeschnürt, haben kaum was zugelassen noch. Aber wir haben vorne einfach die Kompromisslosigkeit und den absoluten Willen, das Tor machen zu wollen, haben wir vermissen lassen. Und so müssen wir uns mit einem Punkt begnügen. Den nehmen wir dann am Ende auch gerne mit und dann fahren wir nächste Woche nach Hannover. Danke. Danke, Walter. Dimi, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Zunächst einmal möchte ich ein großes Kompliment an die Spieler aussprechen und auch an unsere Fans. Ich denke, dieses Zusammenspiel heute war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um gegen so einen starken Gegner zu bestehen. Und das zeigt einfach, dass hier am Böllenfalltor einiges möglich ist, auch gegen Top-Teams wie den VfB Stuttgart. Ich denke, das Spiel hat heute alles zu bieten. Chancen, glaube ich, auf beiden Seiten. Ich finde, gar nicht mal so unverdient in Führung gegangen in der ersten Halbzeit. Haben darüber hinaus dann die Chance, mit dem Marvin Mehlem vielleicht das 2-0 zu machen nach dem Abpraller, das vielleicht, glaube ich, dann uns noch mehr in die Karten gespielt hätte für die zweite Halbzeit. Kriegen dann natürlich mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich, aber die Jungs waren sehr, sehr ruhig in der Halbzeitpause, haben wirklich nicht irgendwie enttäuscht gewirkt, sondern wollen in der zweiten Halbzeit da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Natürlich wussten wir, dass es auch Phasen geben wird, auch weil VfB Stuttgart natürlich auch das Spiel unbedingt gewinnen wollte, dass wir auch mal ein bisschen defensiver agieren, aber die Jungs haben wirklich alles reingehauen, haben taktisch, defensiv sehr, sehr diszipliniert gespielt und mit Tim Skarke und auch mit Marvin Mehlem nochmal zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Am Ende, glaube ich, geht der Punkt für beide Mannschaften in Ordnung. Wir sind aber sehr, sehr glücklich, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben, meiner Meinung nach. Die Jungs haben alles reingeworfen und wir haben die 20 Punkte erreicht, die uns jetzt auch für das Spiel am Wochenende auch nochmal Mut geben werden, gegen ähnlich starken Gegner zu agieren. Und deshalb nochmal Kompliment an die Spieler und auch an unsere Fans. Das war heute auch für uns ein großer Genuss, das miterleben zu dürfen. Dankeschön. Danke, Dimi. Wenn es nun Fragen gibt, bitte ich um ein Handzeichen. Das Mikrofon kommt dann. Jens Wannemacher vom Darmstädter Echo. Es fällt auf, dass speziell gegen die Spitzenmannschaften, also die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten, sich die Mannschaft fast leichter tut als gegen andere Mannschaften. An was liegt das? Ja, das möchte ich eigentlich gar nicht so pauschal sagen. Ich finde, dass wir auch hier gegen Regensburg zu Hause zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Nur hat uns in diesen Spielen manchmal auch das nötige Glück gefehlt, vielleicht einen Sieg nach Hause zu fahren. Chancen waren da. Leider waren auch die individuellen Fehler da. Und das haben wir heute größtenteils vermieden und das zeigt dann auch, dass wir dann auch gegen gute Gegner bestehen können. Aber ich würde es nicht pauschal sagen, dass das nur gegen Top-Teams geht, weil die Jungs, finde ich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer ihre Leistung gebracht haben. Vielleicht mal, die Hinrunde ist jetzt zu Ende, mal eine Kurzbilanz. Also 20 Punkte ist das Beste seit dem Aufstieg 2015. Trotzdem so viel sind es ja letztlich dann doch nicht, weil es ja sehr eng ist in dieser Liga. Wie fällt so die Zwischenbilanz aus, sag ich jetzt mal. Ja, ich denke, dass wir größtenteils natürlich zufrieden sein können, aber wir wissen natürlich auch, dass einige Punkte mehr drin gewesen wären. Das stachelt uns natürlich an, für die Rückrunde noch mehr Gas zu geben, noch mehr zu versuchen, Punkte zu holen, vor allen Dingen hier zu Hause diese Heimmacht zu bleiben, die wir, denke ich, auch sind, und darüber hinaus natürlich noch mehr Punkte zu holen, denn das hat die Mannschaft drauf, die Qualität ist da. Und wir möchten da wirklich uns sehr, sehr gut vorbereiten. Aber wir haben jetzt nochmal ein wichtiges Spiel gegen Hamburg, das auch nochmal kurz vor der Winterpause auch nochmal einen positiven Effekt mit sich bringen kann. Und daran werden wir arbeiten. Und wir haben richtig Lust auf das Spiel am Samstag. Weitere Fragen gibt es nicht. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen eine schöne Woche und unseren Gästen eine gute Rückfahrt.